Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen öffnen für seine Fürsorge. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet heute aus Langenzersdorf, einer niederösterreichischen Stadtrandgemeinde zwischen Korneuburg und Wien. Wir feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit den Worten des 84. Psalms nach der Einheitsübersetzung. Wie liebenswert ist deine Wohnung, du Herr der Heerscharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch, sie jubeln dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Sperling fand ein Haus und die Schwalbe ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein Gott und mein König. Selig die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, die Pilgerwege im Herzen haben. Ziehen sie durch das Tal der Dürre, machen sie es zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft und erscheinen vor Gott auf dem Zion. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Bittgebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, sieh her auf unseren Schild, schau auf das Angesicht deines Gesalbten. Ja, besser ist ein einziger Tag in deinen Höfen als tausend andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr schenkt Gnade und Herrlichkeit. Nicht versagt der Gutes denen, die rechtschaffen wandeln. Herr der Heerscharen, selig der Mensch, der auf dich sein Vertrauen setzt. Amen. Die Tageslosung für den 24. März finden wir im Psalm 145, Vers 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Dein Ernst, lieber Psalmist, Gott ist gnädig und gerecht? Das fühlt sich gerade aber ganz und gar nicht so an. Wo bitte ist die Gerechtigkeit, wenn eine Krankheit wahllos Menschen dahinrafft? Wo ist die Gerechtigkeit, wenn Menschen an den Toren Europas stranden, von einem Krieg, einer Regierung und einem Virus gleichzeitig bedroht? Wo ist deine Gerechtigkeit in diesen Tagen, Gott? Oft wird die Bedeutung erst dann sichtbar, wenn man das Ganze betrachtet. Ein Puzzleteil zeigt mir nie das ganze Bild. Und so ist es auch hier. Der Psalm geht weiter.
Im nächsten Vers heißt es, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Das kann ich nehmen. Das passt zu meinem Jetzt. Gott ist mir nahe, auch wenn meine Situation ausweglos erscheinen mag. Gott hat Rufbereitschaft, so wie die unzähligen Ärztinnen und Ärzte, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die tagtäglich um das Leben ihrer Patientinnen und Patienten kämpfen. Gott ist auch da oder gerade dort. Gott kämpft an ihrer Seite und an der Seite derer, die krank sind. Ja, Gott ist gnädig und er wird uns auch helfen, diese Herausforderung zu bestehen. Amen. Wir beten. Gott, ich bitte dich für alle, die einsam sind und sich nach anderen Menschen sehnen. Fülle du ihre Herzen mit Freude und Leichtigkeit. Ich bitte dich für alle Eltern, die derzeit von zu Hause aus arbeiten müssen und aufgerieben werden zwischen Job und Familie. Schenke du ihnen Geduld und Ausdauer. Und ich bitte dich für alle, die um Angehörige, die erkrankt sind, bangen. Zeig du ihnen, dass du da bist und gib ihnen Geduld und Hoffnung. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, das legen wir hinein in das Gebet, das Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch gehen, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns Mut macht. So empfangt den Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.